Ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Reihe des Rentnerblogs. Ich möchte Ihnen hier an dieser Stelle mal zeigen, was eines meiner weiteren Hobbys ist, nämlich das Zeichnen und ja, ein bisschen auch Malen, aber vor allem Zeichnen. Das hat sich vor etwa knapp 10 Jahren, 8 Jahren ungefähr, so ergeben, dass ich mich da plötzlich in Richtung Kunst orientiert habe. Es war vielleicht, man kann sagen, eine Art Alternative auch zu diesem relativ trockenen Leben in der Fachhochschule, und ich habe Freude bekommen am Zeichnen. Ich habe da Zeichenkurse besucht, so Abendkurse im Figurenzeichnen, Porträt- und Aktzeichnen, und ich habe hier jetzt gerne Stufen meiner Entwicklung bis zu dem, wo ich jetzt stehe, zeigen. Ich muss Sie vielleicht nach der Form halber warnen, es wird das auch ein paar Aktzeichnungen dabei haben. Ich weiß, dass gerade einige meiner Kollegen aus den Ingenieurfächern da etwas Mühe haben damit. Ich möchte es niemandem in Verlegenheit bringen. Deshalb diejenigen, die das nicht so vertragen, die sollen lieber jetzt abschalten. Ein aktuelles Bild, das ich diese Woche noch gemacht habe im Kurs, ist dieses hier. Ich möchte damit mal starten. Das war ein Modell, ein älterer Herr, etwa 70 vielleicht, ziemlich athletisch gebaut. Die Zeichnung zeigt eigentlich jetzt den aktuellen Stand, wie ich so gerne auch zeichne, und ich möchte eben nachher auf dem Weg bis dahin auch einige Zwischenstufen dann illustrieren und zeigen. Was ich hier jetzt sagen kann, ist eine Zeichnung, die in etwa 10 Minuten entstanden ist, ist mit Kohle gemacht, mit gepresster Kohle auf A3, und also ohne Vorlage und natürlich mit Live-Modell. Die Modelle stehen dann normalerweise nicht ganz ruhig, man muss sich also da etwas konzentrieren und sich da relativ schnell in diese Pose versetzen und die Zeichnung dann zu Papier bringen. Ich starte normalerweise mit dem Kopf, und zwar nicht schon so ausgearbeitet, sondern mal grob die Kopfform. Dann gehe ich rund zu dieser Stelle, die recht entscheidend ist. Das ist der Ort, wo das Schlüsselbein auch zusammenkommt. Das gibt mir auch die Richtung der Schulterlinie hier, wo die beiden Schulterbereiche, also die beiden Oberarmbereiche, dann starten. Dann ein wichtiger Punkt ist auch dieser hier, wo das Brustbein aufhört. In diesem Fall hatte der Herr einen etwas ausgeprägten Bauch, weil er schon etwas älter war. Und dann kann man mit den Dimensionen, die man hier quasi gestartet hat, auch vernünftig weitermachen. In dem Fall hatte ich nicht genügend Zeit, um auch noch die Unterschenkel und die Füße zu zeichnen. Aber das ist je nachdem dann schon auch möglich, wenn man das gut plant. Wenn Zeichnungen schnell gehen sollen, muss man eben in mehreren Stufen arbeiten. Eine erste kurze Übersichtsskizze und dann etwas verfeinern. Was mir eben sehr wichtig ist, sind diese Linienformen, die mir da, ich finde, die dem Bild quasi eine Art Seele geben. Also die Variation der Linienstärke zusammen mit auch Teilen, die man einfach weglassen kann. Das macht gar nichts her, da kann man ja dazu denken. Und die Bereiche, die mir wichtig sind, die dann etwas sorgfältiger ausarbeiten. Leichte Schattierungen geben auch ein bisschen Tiefe. Und Sie werden nachher sehen, bis ich da mal hier hingelangt bin, zu diesem Zustand, der mich eigentlich sehr befriedigt von der Qualität her, war ein ziemlich langer Weg. Gehen wir rasch zurück, zeige noch ein anderes Bild vielleicht, das da auch etwas illustriert, wo ich jetzt stehe. Mal schauen, ob es gerade, vielleicht dieses hier. Das war auch ein Modell aus dem Zeichenkurs, eine Tänzerin aus Taiwan. Und die hat hier wunderschöne Posen gemacht. Und auch hier, das ist vielleicht eine 3-Minuten-Skizze gewesen, hier war es mir auch wichtig, mal die Spannung der Pose an sich zu zeichnen und dann die Teile, die eben vielleicht interessant sind, wie die Hand hier oder so, die etwas mehr auszuarbeiten, auch die Frisur und die Ohren und so, und dann eben diese Beugung des Rückens auch hinzubekommen. Das, wie gesagt, ist ungefähr der Stand, wo ich jetzt stehe. Ich bin zufrieden mit der Linienqualität. Ich finde, die Zeichnungen haben viel mehr Seele als die, wie ich die am Anfang gemacht habe. Gehen wir mal zu Beginn. Wenn wir mal hochscrollen, Sie sehen, hier oben hat es andere, wird ein bisschen größer machen und einige der Zeichnungen etwas genauer mit Ihnen besprechen. Ganz zu Beginn, also 2010, habe ich einfach versucht, möglichst exakt zu zeichnen. Das sind Zeichnungen, die ab Fotografie entstanden sind. Es ging mir einfach um das einigermaßen exakte Kopieren. Dabei habe ich auch Bleistift verwendet, und sie sind, sagen wir mal, sorgfältig gemacht, und Leute, die das zum ersten Mal sehen, sind vielleicht auch beeindruckt.
Mir persönlich gefällt dieser Stil überhaupt nicht mehr, aber es war also ein Weg, den ich da gegangen bin, bis dahin, wo ich jetzt stehe. Ich sehe, das waren vor allem so interessante anatomische Körperstellungen, die mich interessiert haben. Hier auch ein Ausdruck, so quasi Nein zu sagen, mit den Händen auch. Ich würde das heute anders zeichnen, aber das war damals für mich einigermaßen interessant, das zu probieren. Und Sie werden auch sehen, immer wieder versuche ich Porträts zu zeichnen. Man muss sagen, dass diese Art zu zeichnen, also Porträts und anatomische, also Körperfiguren, dass das, ich denke, das Schwierigste ist, was man so als Zeichner wählen kann. Man kann auch Architektur zeichnen zum Beispiel. Das ist, wenn man mal begriffen hat, wie das funktioniert mit der Perspektive und so, relativ langweilig. Man kann auch Landschaften zeichnen oder man kann Blumen zeichnen oder sieht man Leute, die ihre Hunde abzeichnen. Das ist überhaupt nicht spannend, weil man merkt eigentlich nicht, ob es richtig ist. Aber das Auge hat ein dermaßen gutes Gefühl dafür, ob ein Gesicht zum Beispiel richtig ist, ob es richtig schaut oder ob etwas nicht stimmt. Das ist nie so ausgeprägt wie beim Gesicht. Und wenn man so eine Augenpartie anschaut und wenn da ein bisschen was nicht stimmt, wenn da ein Augapfel ein bisschen nach oben schaut und der andere nach unten, dann merkt man das sofort. Während wenn Sie so einen Fisch zeichnen oder eine Blume und da etwas nicht ganz genau stimmt, dann ist das nicht so auffällig. Also enorm heikel, gute Gesichter zu zeichnen und also enorm anspruchsvoll, finde ich. Gleichzeitig habe ich auch versucht, interessante Körperpartien gut hinzubekommen. Wenn hier zum Beispiel so ein Rücken, da hat es nicht sehr viele Landmarks, die man da benutzen kann. Ich habe mehrere Rückenpartien hier zum Beispiel auch oder da unten mal ein bisschen mit Glanzlichtern ausgearbeitet. Das sind Dinge, die man dann im Laufe der Zeit ausprobiert und dann vielleicht in dem Fall jetzt mit getöntem Papier auch weiß mal zeichnet. Normalerweise zeichnet man ja dunkel, also man zeichnet quasi Schatten oder verdunkelte Partien. Wenn man da einen Weißstift nimmt, hat man auch die Möglichkeit, Licht zu zeichnen. Da vielleicht ein Porträt, das ich weiß, einige Leute super finden, aber ich bin eigentlich, das braucht nur Zeit und Muskeln quasi, um sowas zu zeichnen. Ein bisschen ein Grundtalent. Aber es ist nicht so, dass da jetzt, finde ich, sehr viel von mir als Künstler mit drin steckt. Das ist praktisch eine Kopie von einem Passfoto. Und es ist einfach ein bisschen eine Zeitfrage, wie gut man das hinbekommt. Gerade die Amerikaner, die wollen immer fotorealistisch zeichnen. Das ist, kann man mal machen, einfach zum Zeigen, dass es das auch funktioniert. Aber es ist eigentlich nur eine Sache des Aufwands und der Zeit, bis man das so hinbekommt. Ist nicht wirklich schwierig. Deshalb finde ich solche Zeichnungen nicht sehr interessant. Ich habe danach ein bisschen angefangen mit Farbe zu arbeiten, aber eigentlich habe ich Farbe sehr wenig eingesetzt, das werden Sie auch nachher sehen. Hier zum Beispiel nochmal der interessante Unterschied: ein Bild, diesmal dunkel gezeichnet auf weißem Papier, wo man also die dunklen Stellen, wie da zum Beispiel die Schattenbereiche sieht, und dann das gleiche Originalfoto, aber jetzt auf schwarzem Papier mit weiß gezeichnet, also mit weißer Kreide. Sie sehen, da muss man also weiße Partien zeichnen und das, was dunkel ist, das muss eben nachher gelassen werden. Also eine ganz andere Herangehensweise zur Zeichnung als bei den Zeichnungen, wo man auf weißem Papier arbeitet. Hier zum Beispiel nochmals eine Porträtstudie, die ich sehr schön finde, mit einem Blick, der nicht nur einfach zeigt, wie das anatomisch richtig ist, sondern da steckt auch ein bisschen Ausdruck drin. Und das wird dann im Laufe der Zeit noch extremer. Das sind Zeichnungen von, ich denke, von etwa vor 8 Jahren. Da mal durchscrollen. Ich habe dann auch ein bisschen probiert mit Farben oder dann hier mit Filzstift. Das sind ganz interessante Techniken, wo man mit wenig Strichen versucht, so die entscheidenden Punkte zu zeichnen, aber auch Sachen weglässt. Das braucht sehr viel Konzentration. Sie sehen auch noch bessere davon. Dann hier habe ich mal versucht, mit Pastel zu arbeiten. Das ist ein rotes Puder, das man eigentlich mit den Händen aufträgt und mit den Fingern, manchmal auch mit kleinen Gummibällchen. Gibt es einen schönen Effekt. Hier wieder auf schwarzem Papier. Das habe ich mit den Fingern getupft, also die Finger weiß eingepudert mit Kreide oder eben dann Pastel und danach so Punkt für Punkt die Helligkeit da rausgeholt. Das gibt auch einen lustigen Effekt. Viele der Zeichnungen sind also live entstanden. Zum Beispiel diese 4 hier, das ist von einem Live-Modell in Weil. Wobei ich dann die Arbeiten aber nachher noch überarbeitet habe, weil so lange kann eine Pose nie gehalten werden, dass dann die Ausarbeitung derart
sorgfältig ist, dass das die Zeichnung an sich hat vielleicht eine Stunde gedauert und die ersten Skizzen waren dann vielleicht 5 Minuten oder 10 Minuten. Hier den kennen Sie vielleicht, das sollte ich sein, auch wieder weiß auf schwarz. Ein bisschen weiter. Dann war eben immer interessant, Licht und Schatten einzusetzen, um Form zu zeigen. Also Licht und Schatten an einem Würfel oder an einem Haus, das ist relativ einfach, da hat man scharfe Kanten, da kann man einfach entscheiden, was hell und dunkel ist, hat man vielleicht noch ein bisschen Sekundärlicht auch, aber bei so relativ einfachen Formen, da trotzdem die Höhen und Tiefen rauszubekommen, da muss man Bescheid wissen über die, ja, die Physik des Lichtes, wo hat, geht Licht direkt drauf, wo wird Licht nachher in eine Schattenzone sich abändern, das ist hier zwar sichtbar, wo gibt es ja Schlagschatten, das habe ich jetzt hier nicht so viel, also Seminar vielleicht noch besser, also Schlagschatten sind Schatten, die entstehen und dann auf eine Fläche auftreffen, die dann senkrecht oder ja, senkrecht zu dieser Schattenlinie steht, das gibt dann ganz spannende Effekte. Hier war es ein Beispiel. Dann, wenn man das ein bisschen verkürzen möchte, dann kann man sowas machen, wo man dann also eine gewisse Weichheit auch durch die Linienführung hineinbekommt. Sie sehen hier, das sind also nicht nur einfach schraffierte Zonen, sondern diese Zonen haben auch eine Richtung. Da kann man hier wenig spielen damit. Hier so Schattenstudien. Hier zum Beispiel sieht man schön so einen Schlagschattenbereich da. Man kann dann auch diese Übergänge zwischen dem Licht und dem Schattenbereich kann man auch ein bisschen verstärken, um da die Zonen und die, eben die Dreidimensionalität noch besser hinzubekommen. Immer spannend finde ich auch Gesichter von Leuten, die nicht aus Europa sind, hier eine Asiatin oder Leute aus Afrika, die sind für mich einfach noch ein bisschen spannender zu zeichnen als die normalen europäischen Gesichter. Ein bisschen durchscrollen, was ich da noch so habe. Das war mein erstes Bild, das ich verkauft habe. Das ist eine wirklich schnelle Skizze gewesen. Das hat ein Professor für Kunstgeschichte mir da abgekauft, freundlicherweise bei der ersten Ausstellung. Und dann, Sie sehen, so nach einem Sonntag, nach einem verregneten Sonntag hat dann mein Tisch sowas gesehen, da mit Studien oder hier sowas. Sie sehen da meine Ideen auch, wie man den Schatten umsetzen muss. Das ist natürlich hier mit meiner Physik, mit meinen Physikvorkenntnissen vielleicht ein bisschen einfacher gewesen als wenn das jemand nicht erkennt. Sehr schwierig sind Hände immer zu zeichnen, also Gesicht und Hände sind so die größte Herausforderung für einen Zeichner. Man muss immer überlegen, wie viel Zeit will man investieren. Man kann eine Hand schon so zeichnen, dass sie perfekt aussieht, aber wenn man dann will, dass die Hand so in 3-4 Minuten einigermaßen gut aussieht, muss man gute Kenntnisse haben in Anatomie und eben auch die Lichtschatteneffekte gut kennen. Ich ein Bild sehe von einem Zeichner, dann schaue ich mir immer zuerst die Hände an. Wenn er die gut hinbekommen hat, dann weiß ich, dass der kann was. Und meiner Vorbilder ist Egon Schiele und der hat natürlich gerade Gesichter und Hände unglaublich toll gezeichnet. Auch zum Teil dann überzeichnet, bewusst. Das ist natürlich dann das Interessante, wenn er seine eigene Persönlichkeit auch mit hineinbringt. Hier wieder ein Gesicht aus eher aus afrikanischem Bereich. Da unten auch ein paar sehen Sie. Wahnsinnig spannend, da solche Gesichter zu zeichnen. Auch ein bisschen damit spielt, kann man da ganz tolle Effekte hinbekommen. Das war eine Tänzerin aus dem Kurs, die oft posiert hat. Hat ein ganz interessantes. Sehen Sie vielleicht, das ist aus einer schwedischen Serie im Fernsehen gelaufen. Ich weiß nicht mehr, ob es Borgen war, ich glaube fast. Da hat es eine sehr hübsche Frau gehabt, die ich das in einigen Momentaufnahmen fotografiert habe, Stills gemacht habe und danach versucht habe, in Zeichenform auf Papier zu bringen. Dann wieder weiß auf schwarz. Zum Teil, glaube ich, wiederholen sich die Bilder auch. Hier habe ich mal ein bisschen mit Kugelschreiber gearbeitet. Da kann man auch. Kann man da nicht mehr radieren natürlich, aber es gibt ganz glatte Effekte. Hier sehen Sie mal ein bisschen die Gedanken, die meistens so notwendig sind, um eine Pose zu zeichnen. Da habe ich mit Kugelschreiben natürlich die Sachen nicht mehr wegradieren können. Da sieht man zum Beispiel diese Kubusform der Hüfte und die Perspektive. Hier ein bisschen in einer anderen Ansicht, dann hat der Brustkorb auch als Kubus. Und dann meistens habe ich auch den Kopf so als Kubus. Und damit kann man dann auch ansetzen, wo kommen dann die Oberarme hin, wo ist der Ellenbogen und so.
Das sind Dinge, die sind jetzt bei mir eher auf dem Kopf, die laufen einfach ab, während ich zeichne. Aber am Anfang habe ich das auch wirklich konstruieren müssen und das hat auch Spaß gemacht. Dann hier auch eine Kugelschreiberzeichnung, eine kurze Skizze. Hier habe ich probiert, mit Kugelschreiber noch ein wenig einzufärben. Hier auch mit Kugelschreiber mal so, also mit einem verehrten Strich und dann einfach mit der Strichhäufigkeit Schatten hineinzuzeichnen, ganz etwas Lustiges. Hier die gleiche, Sie sehen, das ist das gleiche Bild eigentlich, hier mit einer anderen Technik, so eine Kreuzschraffur. Naja. Dann wieder mit Kohle, das ist so mein Lieblingsmedium, weil man sehr schnell eben schattieren kann und auch die Schattierungsdichte oder Tiefe recht gut variieren kann. Man kann auch mit den Fingern dann drüber reiben, wenn das stört, dass es zu viel ist. Man kann radieren. Am besten mit relativ weichem, dünnem Papier. Das ist aber dann für die Haltbarkeit nicht so gut. Aber damit kann man also, mit Kohle kann man enorm schnell recht ausdrucksstarke Zeichnungen hinbekommen. Hier wieder ein Modell aus dem Kurs. Ja, und dann habe ich eine neue Technik probiert. Das war auch mit Kohle. Das, Sie sehen da den Kohlenstift. Relativ kräftige Konturen eingezeichnet und dann aber mit Panpastel wieder, also mit diesem Puder, die Oberflächenschattierungen drüber gemacht, meistens mit den Fingern verschmiert dann. Und das gibt eine gute Art von Kombination aus Linienzeichnung und flächiger Arbeit, also kann man sagen fast Malerei. Hier eine kleine Studie und dann sehen Sie hier ein paar Bilder. Sie sehen zum Beispiel hier einen Rücken, den kann man auf diese Art mit ein wenig Farbe auch sehr schön herausmodellieren. Da eine ganze Reihe von Zeichnungen. Das hier konnte ich einem Freund verkaufen. Das hat meine Mutter im Moment in ihrem Zimmer. Das ist ein Bild, das ich zu Hause aufgehängt habe. Das ist eines meiner Lieblingsbilder. Das habe ich auch verkauft. Sie sehen, ich habe dann 2015 mal eine Ausstellung gemacht und dafür auch mehrere tausend Franken Bilder verkauft und war damals eigentlich der Meinung, damit könnte ich mir eigentlich ein zweites Standbein danach machen. Aber die zweite und die dritte Ausstellung war dann wesentlich weniger erfolgreich und ich habe dann gedacht, ich lasse es wirklich als Hobby und will dann nicht Geld verdienen damit. Da wieder Gesichter von anderen Ethnien. Gehen wir da ein bisschen runter. Das war eine Frau, die ich in Freiburg mal fotografiert habe, auf dem Markt, nachher die Bilder gemacht habe. Dann ein klein wenig habe ich auch mit Wasserfarben da experimentiert, aber das war also wirklich nichts. Ich will da später mal etwas mehr einsteigen, Öl und Wasserfarben und vielleicht Acryl. Das waren wirklich nur Versuche, die mich überhaupt nicht befriedigt haben. Das hier war das Titelbild der zweiten Ausstellung, die ich oder der dritten, weiß gar nicht mehr, Ausstellung, die ich gemacht habe. Eine schöne Zusammenfassung von vielen von dem, was ich jetzt gelernt hatte, nämlich sowohl Anatomie als auch eben Licht und Schatten zu kombinieren. Wenn Sie mal schauen, hier zum Beispiel, das ist hell. Dann habe ich hier den Bereich, wo der Schatten anfängt, etwas verstärkt. Und da sieht man etwas reflektiertes Licht von der anderen Brust, die hier den Schatten wieder aufhält. Und dann dahinter der Schlagschatten. Auf diese Art, mit diesen Kenntnissen, kann man also, finde ich, sehr, sehr schöne 3D-Effekte erzielen. Die mit, ja, wenn man da nicht sich ein bisschen eingearbeitet hat, nicht einfach so kommen. Und einfach nur kopieren macht eigentlich auch nicht so Spaß. Das sollte man eigentlich auch zeichnen können, ohne dass man eine Vorlage hat. Weil diese Lichtschattengeschichte ist eigentlich reine Physik, das ist nichts, kein Geheimnis. Dann interessante Gesichtsausdrücke haben mich immer fasziniert. Hier so ein etwas böse, dreinschauendes Mädchen. Dann, ja, bisschen schneller machen, hier auch wieder interessante Weiß auf Schwarz Zeichnungen. Dann hier eine lustige, das ist ein Bild von einem Modell, das Weil wieder, was ich ein bisschen verfälscht habe. Und runterscrollen. Was haben wir da noch? Da ist sie. Ja, und dann kam eine interessante Zeit, wo ich versucht habe, quasi minimalistisch zu zeichnen. Ich habe einen Filzstift genommen und einfach geschaut, welche Linien braucht es wirklich, um die Figur zu erkennen. Und das ist also ziemlich eine anspruchsvolle Sache, weil viel zeichnen, das ist nicht schwierig. Also viele Linien zeichnen, aber dann einfach zu schauen, was kann ich weglassen, das mit dem Bild trotzdem den Charakter zu lassen. Das war eine Entdeckung, die ich so 2016 gemacht habe. Und da, Sie sehen, das wird dann immer einfacher, fast schon grafisch. Da, was haben wir da noch?
Dieses Bild habe ich auch einem Freund verkaufen können. Wir sehen ja da gut rein und dann aber immer wieder zurück zu den normalen plastischen, flächigen Zeichnungen mit den entsprechenden interessanten Anatomien. Immer wieder Gesichtsausdrücke, immer wieder Leute aus anderen Ländern. Und da kommen wir jetzt langsam in die letzten Monate. Wir hatten da interessante Modelle gehabt. Ja, hier mal schauen, zum Beispiel dieses Bild, das ist entstanden als letztes Bild eines ganzen Nachmittags. So ein loses Zeichnen, sowas. Ganz interessant. Hier eine Kollegin, die Sie vielleicht kennen, die hat mit mir zusammen eine Weile gearbeitet. Ja, und mit diesen Bildern schließt sich der Kreis wieder. Sie sehen, das ist das letzte Bild, das ich am Anfang gezeigt hatte. Und ich wollte Ihnen hier einfach mal zeigen, dass es auch ein Leben ohne Physik gibt, ein Leben ohne Controller, ohne Prozessbeschreibungen, ohne Tabellen. Ich finde, die Welt der Kunst ist derart vielfältig. In dem Fall habe ich jetzt die Kunst, die visuelle Kunst gezeigt, also die, meine Liebe zur Zeichnung vor allem, zur Schönheit in diesen Bildern. Ich werde in einem anderen Video dann noch zeigen, was meine Beziehung zur Musik bedeutet und Ihnen da vielleicht auch ein, zwei Dinge noch vorführen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, habe mich sehr gefreut, dass Sie da mitgemacht haben, zugeschaut haben. Bis zum nächsten Mal.